Was geht, Corey hier und willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese und euch zeige, wie man einfach die Bibel liest. Wir haben bis jetzt Markus 1, 2 und 3 und Kapitel 4 bis Vers, wo sind wir eigentlich gelandet am Ende? Vers 21. Also wir haben schon einige Verse schon gelesen und wir lesen jetzt weiter ab Vers 21, wie ich gerade gesagt habe. Wir haben jetzt einfach nur geguckt bis jetzt, so hey, der Sämann, der sät, und da gibt es vier Arten von Personen. So die eine Person, die hört es noch nicht mal wirklich, also die hört es zwar, aber der Satan kommt direkt und nimmt es weg. Dann haben wir die Person, die es hört und sogar annimmt, aber sobald ein bisschen Schwierigkeiten in seinem Glauben und sowas kommen, dann schmeißt er den Glauben schon weg. Dann gibt es die dritte Person, die glaubt, die nimmt sogar an, und die lebt das auch für ein bisschen, aber dann kommen Alltagssorgen oder Reichtum oder sonst was und sie werden doch wieder davon, ja, abtreten. Wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber wie auch immer. Und dann gibt es die vierte Person und die Person, die nimmt es auf, die lebt es und die gibt dann viel Frucht. Und da sind wir jetzt gerade gelandet und lesen weiter ab Vers 21. Ein Glas Wasser. Trinken ist gut. Das Gleichnis von der Lampe. Da bohrt jemand. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich versuche das Mikrofon ein bisschen nah zu halten. Okay. Dann fragte Jesus sie, würde etwa jemand eine Lampe anzünden und sie dann unter ein Gefäß oder unter ein Bett stellen, um das Licht zu verbergen? Natürlich nicht. Eine Lampe wird auf einen Ständer gestellt, wo ihr Licht leuchten kann. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen. Und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Wer hören will, soll hören und begreifen. Wieder, wer hören will, der soll hören. Und hört genau hin, der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden und es wird euch noch mehr gegeben werden. Dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht hören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick ein bisschen anders an als das, was wir vorher gelesen haben. So, jetzt geht es auf einmal um eine Lampe. Dann geht es darum, um wer hören will, der soll hören. Dann geht es ein bisschen darum, wie der Maßstab, mit dem wir Leute beurteilen. Also das hört sich so gar nicht mehr zusammen an. Aber wenn wir das alles unter dem, was wir vorher gelesen haben, unter diesen Schirm vielleicht, unter diesen, den wir vorher gelesen haben, halten, dann macht es alles viel mehr Sinn, als es vielleicht das erste Mal ist, wenn man das liest. Aber lassen wir erstmal zusammenfassen, was hier gesagt wird. Erstmal redet Jesus wieder im Gleichnis von einer Lampe und von einem Licht. Und natürlich, was er hier sagt, ist, hey, keiner wird eine Lampe nehmen, ein Licht nehmen und dann das unterm Bett oder unter einem Gefäß oder sowas verstecken, damit niemand davon sieht. So, das macht ja keinen Sinn. So, dann dafür hast du ja keine Lampe, dafür hast du ja kein Licht, wenn das niemand sehen kann. Weiter geht er natürlich wieder mit, wer hören will, der soll hören. Was bedeutet das? Kommen wir später noch drauf rein. Dann sagt er noch, mit dem Maßstab, mit dem wir andere beurteilen, dieser wird auch auf uns angelegt. Okay, was bedeutet das? Und dann das letzte noch ist, wer für die Lehre von Jesus offen ist, der wird es hören und der wird es auch empfangen und verstehen. Der aber es nicht hören will, dem wird sogar das genommen, was er schon empfangen hat. Das ist eine kleine Zusammenfassung. Jetzt müssen wir tief in das Thema gehen und verstehen, was es bedeutet. Also, wenn wir das alles nehmen, was wir davor gelesen haben, dann sehen wir, das Licht, diese Lampe, das, womit wir leuchten sollen, ist natürlich das Wort Gottes. Das, was wir
jetzt gerade empfangen haben. Also ich hatte im letzten Video das Beispiel, dass wir jemandem das Wort weitergeben. So, jetzt sind wir die Person, die das Wort bekommen haben. Switchen wir die Person. Wir haben das Wort bekommen, das Licht, die Lampe. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, nicht das, was wir gehört haben, für uns zu behalten, sondern weiter nach außen zu geben. Also sagen wir mal, wir sind in einem armen Land und wir hungern gerade und wir kriegen von einer Person etwas Reiches zu essen oder ganz viel Essen, ganz viel Wasser und sowas. Aber wir halten das nur für uns. Also wir haben sowas, was allen Leuten helfen kann. Weißt du, mehr als genug. Und es geht nicht darum, dass einer dir, ich weiß nicht, ein kleines Stück Brot gibt, also wirklich so viel, dass du in einem Happen isst und das musst du auch noch teilen. Nein, wir haben so viel bekommen, das ist unendlich. Weil Licht, wo hört Licht auf, weißt du? Und das ist pretty gut. Genau, wo hört das Licht schon auf? Also ist unsere Aufgabe, das Licht nicht für uns zu behalten, das, was wir geschenkt bekommen haben, nicht für uns zu behalten, sondern es so weit oben auf dem Berg am besten zu packen, also ja, im Ständer, damit das möglichst viele hören und sehen. Und genau, das ist unsere Aufgabe, dieses Wort, was wir empfangen haben, weiterzugeben. Und hier sehen wir, dass es nämlich auch keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, diese Message für dich zu behalten. Dann sieht sie ja keiner, dann brauchst du sie auch nicht. Und später hören wir dann auch, dann wird sie es auch noch genommen, was du schon hast. Aber da sind wir noch nicht. Denn alles, und dann, das ist auch so gut, so, denn alles, was wir jetzt noch nicht wissen, so werden wir früher oder später, weil es ging ja auch alles um die Gleichnisse, hey, warum versteht ihr die Gleichnisse noch nicht? So, das alles wird offenbart, das Licht kommt da rein und es wird alles offenbart. Wir werden immer mehr und mehr und mehr, mehr entdecken, wenn wir mehr und mehr auch da rein investieren. In 22 heißt es: Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Also immer mehr Verständnis wird es geben. Und in 23 kommt das, was auch schon ganz am Anfang gesagt wurde, so gefühlt aus dem Kontext heraus, aber was bedeutet das? Wer hören will, soll zuhören und begreifen. Und hier finde ich diese Übersetzung zwar eindeutiger, aber nicht so, ich weiß nicht, es ist einfach nicht so tief, nicht so cool, keine Ahnung, wie die Bibel manchmal spricht. Und deshalb lesen wir eine andere Übersetzung, und zwar die Schlachterübersetzung. Und die sehen wir hier, und hier heißt es: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und da, wenn man das einfach lesen würde, dann sagen, ja klar, jeder hat Ohren, also außer die Leute, die natürlich keine Ohren haben, aber darum, wir haben doch Ohren, die sind dafür da, um zu hören. Jetzt soll ich hören? Ja, okay, was bedeutet das? Und hier geht es natürlich nicht einfach nur darum, um zu hören. Wenn du mit deinem Herzen hörst, also Herz, wie auch immer, wenn du mit deinem Geist hörst, wenn du wirklich auch verstehen möchtest, was da draußen ist. Also wir sehen häufig, wenn du raus auf die Straße gehst und mit Menschen über Jesus redest, so, die haben manchmal, haben sie gar kein offenes Herz. Oder ich weiß nicht, auf TikTok, wenn ich da damals noch so diskutiert habe mit Leuten, so, die wollen gar nicht die Antwort, die wollen gar nicht die Wahrheit hören. Die wollen nur das hören, was sie wollen. Ich habe letztens einen Kommentar auf YouTube bekommen. Die Person hat mir gesagt, hey, wie kann das und das und das sein? Und ich habe dieser Person erklärt, so, ja, das und das und das und das ist so. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, das passt nicht für mich. Ich suche mir was anderes. So, wo ich mir denke, ja, es ist rein theoretisch egal, ob es dir passt oder nicht. Wenn du die Wahrheit wissen möchtest, und hierum geht es ja, wenn du die Wahrheit wissen möchtest, dann musst du auch offen für die Wahrheit sein, auch wenn die Wahrheit dir vielleicht nicht passt. Beispiel, wenn du von deiner Mutter Gemüse bekommst und sie sagt, das ist gesund, das musst du essen, weil das ist gesund. Und du sagst, nee, das schmeckt nicht, das will ich nicht essen. Es ist mir egal, ob es gesund ist. Und du sagst, nee, oder du glaubst es nicht. Es geht ja eher so ein bisschen darum, so, ey, du willst es nicht glauben, weil du es nicht möchtest. Und sagst einfach, nee, nehme ich nicht zu mir. Genauso ist es mit der Wahrheit. So, die Wahrheit wirst du nicht verstehen, wenn du sie nicht verstehen möchtest.
Aber wenn du wirklich nur auf die Wahrheit aus bist und sagst, ey, auch wenn es mir wehtut, auch wenn es sich unangenehm anhört oder wie auch immer, manche Sachen, die tun halt weh, sind aber die Wahrheit. Und jetzt habe ich sehr viel um dieses Thema geredet, aber das ist, ich finde es sehr, sehr wichtig so. Wenn wir eine Herzenshaltung haben, eine offene Herzenshaltung haben, dann können wir auch verstehen, was da ist. Wenn Leute nicht zu Jesus kommen, dann ist es meistens daraus, dann ist es meistens der Grund, weil sie nicht offen sind, weil sie nicht offen für die Wahrheit sind, die sie vielleicht nicht hören wollen. Genau, aber lesen wir weiter oder machen wir weiter. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maßstab, mit dem ihr andere zumesst, wird auch euch zugemessen werden und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Hier geht es einfach nur darum, dass wir das, was wir weitergeben, auch leben sollen. Es bringt nichts, etwas zu hören und dann einfach nur irgendwas zu sagen, aber nicht dahinter zu stehen. Und da ist es halt dieses Beurteilen so, hey, wenn wir das, was wir hören, auch als wahr beurteilen, so, und dann es weitergeben, das ist gut, und dann wird uns halt auch mehr gegeben. Aber wenn wir etwas aufnehmen und einfach nur repeaten, also einfach nur wiederholen, aber nicht wirklich dahinter stehen, dann ist es der falsche Weg. Und zum Letzt sagt Jesus noch, 25, dem, der für meine Lehre offen ist, und das habe ich ja eben gehört, wer hören möchte, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht hören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Wie lesen wir das Wort Gottes? Lesen wir es mit Hoffnung, mit einer offenen Haltung, mit Demut und Gehorsam? Oder sind wir verschlossen? Wenn wir verschlossen sind, dann bringt es nichts, dass wir vielleicht 30 Jahre lang in der Kirche waren, 30 Jahre lang die Bibel gelesen hat, alles, was damals Sinn gemacht hat, wird über die Zeit uns genommen und wird auf einmal keinen Sinn mehr machen und deshalb werden wir uns immer weiter von der Lehre entfernen. Und das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet was daraus nehmen und ich hoffe wirklich, ich sage es zwar immer, aber ich hoffe wirklich, dass ihr was daraus nehmen konntet und dass das hier einfach Frucht bringt, was ich hier mache auch. Klar, durch den Heiligen Geist spreche ich und wenn ich was falsch sage, wenn ich irgendwas auslasse oder sowas, schreibt mir das, versucht das so konstruktiv zu schreiben, wie es nur geht. Und dann versuche ich natürlich, also ich muss ja auch wachsen in diesen Sachen, das ist es ja, das Thema geht ja darum, dass man auch selber wächst. Genau, also schreibt mir unten gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie eine andere Meinung seid oder wenn ich was rausgelassen habe oder wie auch immer. Aber schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, wenn euch das geholfen hat. Das motiviert mich auch einfach nur weiterzumachen. Aber ja, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar. Was geht? Hier ist wieder die Playlist von allen Markus-Bibelstunden, die ich bis jetzt gehalten habe. Und hier ist ein Video, ob die Bibel wahr ist.